Es gibt sie, diese eine Fahrzeugklasse, wo man als Hersteller richtig beweisen kann, was man drauf hat. Und am Ende kauft fast keiner. Und das sind große Oberklasse-Limousinen. Und heute schauen wir uns eine an, nämlich den 2022er Genesis G80 als Electrified. Ein Electrified G80. Oder wie Tim gesagt hat, der EQS, den du wirklich haben willst. Denn wir haben uns schon mal einen EQS angeschaut. Der kann richtig, richtig viel, ist aber sündhaft teuer und optisch. Der hier kostet die Hälfte und wie er aussieht, seht ihr jetzt. Ich persönlich muss sagen, ich finde den G80 generell sehr ansprechend. Und der Punkt ist auch generell electrified. Richtig, wir haben kein rein als E-Auto gedachtes Fahrzeug, sondern ich bekomme den G80 als Verbrenner. Den gibt es ja je nach Land und je nach Baujahr mit verschiedenen Motoren. Dazu kommen wir gleich. Oder halt eben als electrified. Beziehungsweise ich kann auch einfach diesen hier machen. Denn hier vorne, ganz interessant, in diesem Crest Grille versteckt, ist schon der Ladeanschluss. Ladegeschwindigkeit wirklich beeindruckend. Ich nehme es schon mal vor der Technik. Maximal 240 kW. Und das ist krass, weil das ist etwas, was du selbst bei den meisten als E-Auto gedachten Fahrzeugen nicht mit dabei hast. Das heißt, das kann heute sehr spannend werden, weil wir haben eine moderne Verbrenneroptik, nichts irgendwie zu raumschiffiges und dazu diese ganz moderne Technik. Und das ist der Grund, warum wir heute mal schauen, was das Auto denn so kann. Vor allem, weil als Hersteller man halt sich da richtig beweisen kann. Und ich weiß, viele von euch finden das Auto dann cool, aber sind nicht mutig genug, um einen zu kaufen. Oder haben nicht genügend Geld. Geld, Geld, was ist schon Geld? Muss man heutzutage noch Geld für ein Auto haben? Ach, Zinsen gehen wieder hoch, gell? Blöd gelaufen. Naja, aber auf jeden Fall werfen wir erst einen Blick auf das Design, den Innenraum, die Technik, fahren eine Runde und am Ende gibt es einen Score. Also alles wie immer sozusagen. Alles wie immer könnte man auch bei Genesis sagen. Crest Grille ist nämlich das Designelement, was alle haben müssen. Und auch das Thema Quad LED. Und ich persönlich muss sagen, das ist sehr cool, weil das hat schon so eine gewisse Basigkeit dabei, ohne jetzt wie zum Beispiel wie ein EQS komplett wie ein Raumschiff auszusehen, sondern das ist so ein schöner Schritt in die Zukunft irgendwo. Aber optisch am besten muss ich wirklich sagen, und ich sehe es jetzt aus der Nähe, ist dieser Lack. Und diese Farbe heißt Matira Blue. Und im ersten Moment, wo das Auto bei mir einverstanden, dachte ich so, warum nennen die ein grünes Auto Blue? Und ich weiß nicht, Tim, wie sieht die Farbe gerade so für dich aus? Nein, grün. Und das ist halt genau der Punkt. Je näher man rankommt, sieht man diese einzelnen Farbpartikel und man hat immer diesen Schimmer zwischen grün und blau. Das Auto kann sich gefühlt nicht ganz entscheiden. Und das ist einer der schönsten Lacktöne, die ich in letzter Zeit überhaupt gesehen habe. Das macht wirklich was her. Was hermachen für viele, macht wahrscheinlich auch das hier. Das sind keine Öffnungen oder so. Du hast einerseits diese kleine Chromspange und dann in LED ausgeführt noch einen Seitenblinker mit dazu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Auto hier mal zu und wieder aufmache, sehen wir, dass wir das ziemlich groß gefüllt haben. Dafür halt nichts hier oben im Blinker. Kein Blinker hier oben im Außenspiegel. Im Außenspiegel haben wir dann aber auf jeden Fall eine Kamera und auch noch eine Umfeldbeleuchtung, damit ich hier nicht in irgendeine Pfütze oder ein Schlammhäufchen treten würde, die auch noch ein Genesis-Logo unten hin projizieren. Das heißt, man ist da sehr stolz drauf. Und ich muss sagen, das ist so eine schöne, große, stolze, repräsentative Limousine. Und drei von euch müssen jetzt wieder in die Kommentare runtergehen und auf Bearbeiten klicken. Ich weiß, es gibt doch noch einen G90. Das ist nicht die größte Limousine, die es bei Genesis gibt. Aber den G90 kriege ich halt nicht in Deutschland. Und der G80 ist bereits über 5 Meter lang. Das heißt, wir haben hier ein 5,1 Meter Auto, 1,93 breit. Und das ist nicht die größte Limousine von Genesis. So ein G90 würde mich wirklich mal interessieren. Aber wie gesagt, das ist das, was wir hier kriegen. Und wir sind ja auch preislich eher bei E-Klasse 5er und Co. unterwegs und halt nicht eben in diesem S-Klassen-EQS-Riesenbrocken von Auto-Business.
das, was wir vorne an Design gesehen haben, wird hier hinten genauso aufgegriffen. Das heißt auch wieder dieses Quad-Thema, also vier sehr schmale Streifen. Ich muss sagen, ich finde diese Zweiteilung, die man jetzt hier innerhalb der einzelnen Leuchten hat, das ist noch sehr, sehr cool gemacht. Und das Heck unterscheidet sich natürlich ein bisschen von den Verbrennern. Keine Auspuffblenden oder irgendetwas, das Ganze sehr aerodynamisch gezeigt. Ich glaube 0,26 der CW-Wert. Und hier ist übrigens in diesem stilisierten Genesis-Logo dann auch der Kofferraumöffner, weil der im ersten Moment sucht man ihn irgendwo, findet ihn nicht, man kann es natürlich am Schlüssel machen. Und der wahrscheinlich größte Nachteil von dem Auto überhaupt, also wenn ihr im Bestellformular seid, müsst ihr es euch noch mal eine Sekunde überlegen, ist genau das hier. Und damit meine ich nicht, dass das Glas nicht mit hochfährt, sondern der Kofferraum. Ich meine, hier hinten ist dann schon Ende, das sind 354 Liter. Wir haben ein über 5 Meter langes Auto, wo der Kofferraum nur 350 Liter fasst. Das ist wirklich wenig. Aber dafür habe ich halt auch innen mehr Platz. Oder Tim, was sagst du eigentlich noch so zum Äußeren, bevor wir reinspringen? Also für mich die wichtigste Frage wäre, gibt es ein Sportpaket? Irgendwas, wo ein Diffusor hat oder sonst irgendwas? Also es gibt, wenn du ihn bestellst, gibt es eine Sportausstattungslinie, zumindest bei den Verbrennern. Ich glaube beim Electrified nicht. Aber du hast dann keinen krassen Diffusor oder irgendwas. Wir können ja mal ein Bild von dem G80 Sportverbrenner mit rein zeigen. Und was es da so für Verbrenner gibt, erkläre ich euch bei der Technik. Aber das ist so die Optik. Und wenn ihr beim Bestellen seid, Matira Blue ist das Geld wert. Und von Matira Blue geht es jetzt, ich weiß auch nicht, was dieses Matira bedeutet, vielleicht spreche ich es auch falsch aus, geht es jetzt auf jeden Fall in eine Stadt, die ich kenne, nämlich Havanna mit Havanna Brown. Ich weiß, ihr wollt, dass ich über die Einstiegsleiste spreche. Und ja, da steht auch Genesis, aber deutlich interessanter finde ich, dass bei den ganzen Leisten drumherum hier überall dieser Braunton zu finden ist und man da eben nicht so schwarz-braun Mischungen hat, sondern dass mit dem Braun sehr konsistent ist. Auf der Fußmatte steht auch nochmal riesengroß Genesis. Dann hat man das Genesis-Logo auf dem Lenkrad und macht sich's hier bequem. So, und dann kommt Tim, ich bin, wie machen wir, geht's weniger als Low? Gibt es weniger als Low? Nein, Low ist, da hätte man drauf kommen können. Wir sind also im Klimabedienteil direkt angekommen. Das ist hier digital, finde ich aber eigentlich ja ganz sympathisch gemacht, weil du hast quasi die Taste für die Sitzheizung, Sitzlüftung immer greifbar. Wenn du Lenkradheizung willst, tippst du halt da drauf. Das heißt, man muss nicht in irgendwelche Untermenüs, außer man will halt für die Rücksitzbank zum Beispiel die Sitzheizung doch anmachen. Finde ich aber eigentlich eine ganz nette Lösung, zumal für die das Einfachste, Wichtigste, nämlich Temperatur hoch, runter, wird hier gedreht. Und man ist auch direkt schon fertig. Und allgemein das Bedienkonzept, mit dem können wir vielleicht mal starten, ist eine interessante Mischung aus den verschiedenen Welten. Weil klar, es gibt eine Taste für die Spracheingabe. Man kann hier oben auch einfach touchen, wischen und Co. Das geht. Ich kann aber auch hier klassisch mit einem Drehdrückschalter. Und wenn ich etwas bestätigen möchte, ist das halt quasi die mittlere Taste. Das funktioniert. Und das ist eine nette Mischung. Ich kann auch hier einfach laut, leise einfach regeln, wenn ich das möchte. Habe eine klassische Home-Taste, kann hier zwischen Sendern durch. Das heißt, ich habe das Wichtigste an Funktionen immer noch mit klassischen Tasten verfügbar. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das Ganze kann auch Apple CarPlay und Co. mit Kabel. Das Kabel schließt man dann hier an. Da gibt es auch induktives Laden. Das ist auch von der Darstellung dann alles wirklich sehr, sehr schön gelöst. Gibt natürlich auch eine integrierte Navigation. Und ihr merkt schon, das ist darstellungsmäßig alles hier auf der großen Seite des Lebens zu Hause, weil das sind 14,5 Zoll, die man hier oben mit drin hat. Und in den Einstellungen von diesem Auto kann man sich dann wirklich so ein kleines bisschen drin verlieren. Allein schon, ich kann einstellen bei den ganzen Darstellungen, wo das Auto ist, welche Farbe hat denn dann mein Auto? Oder weiß nicht, was wollen wir denn mal abtauchen? Fahrassistenz gibt's. Ich habe das Head-Up-Display. Tim, du willst denn nichts abtauchen davon? Habe ich das richtig verstanden? Aber es gibt halt auf jeden Fall sehr, sehr viele Darstellungen und unendlich viel. Und das wirkt im ersten Moment ein bisschen zu viel. Ich muss aber sagen, wenn man ein paar Tage mit dem System unterwegs ist und weiß, ich kann immer entweder hier oben auf mein Home gehen oder hier aufs Home. Und dann gibt es immer diesen richtig schönen Startbildschirm, wo ganz, ganz schematisch nur die Navigation dargestellt ist. Und hier immer die Witterung, die aktuellen Gegebenheiten außen. Also jetzt gerade, es regnet nicht. Das heißt, und es hat kalte Bedingungen. Deswegen habe ich so Dachziegel mit ein paar Blättern davor. Einfach so für ein Stimmungsbild. Ich finde es sehr, sehr gut von der Bedienung. Und das macht mir viel Freude. Und vor allem auch hier diese Haptik. Also das ist wirklich sehr hochwertig. Und da habe ich viel, viel Spaß dran. Für Touch ist es eigentlich schon zu weit weg. Aber deswegen bedient man es auch hier. Dann gibt es auch keine unschönen Flecken.
Und fertig. Was ich da oben in den 14,5 Zoll nicht sehe, kann ich hier in 12,3 sehen. Das hat auch diesen 3D-Tiefeneffekt. Und je nach Fahrmodus, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir gehen in Sport, dann verändert sich das Ganze hier oder man geht auf Eco. Und man kann es auch Drive-Mode halten für Snow. Also auch da gibt es noch einen Unterpunkt. Ich habe alles Wichtige mit hier vorne. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, abgesehen halt von diesem leichten 3D-Effekt, den man da mitbekommt. Genau, ganz spannend hier. Das ist dann unser Automatik-Wählhebel. Und der ist in P und in D immer in der Farbe, die ich für die Ambientebeleuchtung eingestellt habe. Jetzt habe ich das in dem Fall zur Außenfarbe gewählt. Und wenn wir auf rückwärts gehen, wird das Ganze rot. Wir haben es passenderweise für euch auch mal bei Dunkelheit gefilmt. Da kann man es ein bisschen besser erkennen. Aber das ist ganz cool, dass ich hier auch schon erkenne, ob ich rückwärts fahre oder nicht. Hier hat man noch Getränkehalter. Wie das Handy ist davor. Und hier gibt es zusätzlich noch so ein Fach in der Mitte. Da ist auch eine 12-Volt-Dose, wer also klassischen Strom braucht. Oder was auch ganz... Ah, jetzt habe ich es verkantet. Eieiei. Was man auch ganz praktischerweise machen kann, wenn man sein Handy nicht da reinlegen will, man kann es auch einfach hier reinlegen und hat es dann immer in der Nähe, ohne dass es einen ablenkt. Die Sitze finde ich wirklich gut, sind auch vielfältig einstellbar. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel die eine Taste... Ah nee, mein Fahrersitz hat mehr Verstellmöglichkeiten, dass man zum Beispiel diesen vorderen Teil noch hoch und runter fahren kann. Ist auch ein Ergo-Motion-Sitz, hat also eine Massagefunktion. Und da ganz spannend, die meisten Massagen sind nur für die Lehne. Hier haben wir auch die Sitzfläche und das ist... Für den ersten Moment, wenn man so eine Massage nicht kennt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist aber sehr, sehr gut, dass der Sitz das kann. Und ich kann übrigens auch an der Seite vom Sitz ihn vor- und zurückfahren für die Passagiere hinten. Ganz spannend noch hier, Interieurleisten, die gibt es mit ganz schönem offenporigen Holz. Das kriegt man dann auch hier für die Mitte. Ich bin ja kein Freund von dem Klavierlack. Und hier haben wir das Wandlinklicht. Für so eine klassische Limousine, und ich wollte ihn ja eigentlich mit meinem Jaguar vergleichen, da fände ich schön, wenn man hier eine analoge Uhr hätte. Das wäre noch so ein richtiges Design-Piece, was man unterbringen könnte. Genau, sehr schön in den Türen sind die Lautsprecher mit eingearbeitet. Wir haben 17. Ein Lexikon-Soundsystem mit 17 Lautsprechern. Der obere Teil hier ist nicht beledert. Da merkt man, es gibt vielleicht noch ein G90, der irgendwo drüber ist. Das ist aber aufgeschäumt und kein hartes Plastik. Also mein allseits beliebter Klopftest. Selbst hier unten ist es gedämmt. Also das macht Spaß. Noch zwei Worte zum Soundsystem. Und zwar, Lexikon sagt ja jetzt den wenigsten Menschen was. Gehört zu Harman Kardon. Und das kennen die meisten Leute dann wieder richtig. Ganz spannend hier zum Beispiel das Brillenfach. Ein unglaublich schönes Design-Thema eigentlich schon. Und wie schön das hier eingearbeitet ist. Und wenn man es aufmacht, also einmal setzt, dass das hier auch noch silbern ist. Und es hat auch innen so eine Art Gummierung nicht, so eine Art Filzung schon fast, damit eine Brille nicht zerkratzt. Das finde ich ganz sympathisch. Oder auch hier dieses Innenlicht, was jetzt an ist. Ich weiß, Tim, es ist für dich schwer drauf zu kriegen. Aber das hat auch diesen Crest-Grill von vorne. Dieses Muster ist hier oben wieder genauso mit drin. Head-Up-Display in Vollfarbe ohne Augmented Reality. Und hier Blinker, Wischerhebel, auch das nochmal mit dem geriffelten Metall. Ich weiß, ich erzähle viel, aber wenn euch das gefällt, schaut euch das Auto mal Natura an und dieses Geriffel auch hier beim Startstoppen. Also es ist sehr kultiviert, würde ich es hier innen bezeichnen. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ich sitze einen Tick zu hoch. Also das passt noch, ich habe Platz, aber ich würde gerne tiefer mit meinem Sitz, das geht nicht. Wahrscheinlich, weil da Akkus hin müssen. Ja, aber das ist mir auch schon beim Fahren aufgefallen. Also man sitzt so leicht wie bei einem X1, finde ich. X1? Ja, X1. Tim, vergleicht eine 5 Meter Luxuslimousine mit einem X1 von der Höhe. So, jetzt sind wir hinten. Auch da, ich sitze leicht hoch. Ich habe aus optischen, farblichen Gründen, ja, mein Kindersitz, das ist mein privater, hier mit dazu gebracht, einfach um euch das mal auf einer Ground zu zeigen. So, und dann kann ich hier meine Kommandozentrale runterklappen. Das heißt, wenn ich ein Heckrollo möchte, drücke ich einmal drauf und dann fährt das Ganze recht schnell hoch und runter. Kann hier auch meine Sitzheizung steuern und habe hier auch diese Power-Tasten. Tim, du bist wahrscheinlich eher bei dem Display zu Hause. Dann sage ich zum Beispiel einfach mal Power rechts. Dann geht das Ganze an, dann kann ich sagen, ich möchte das rechte Display steuern und dann bin ich in fast den gleichen Menüs, in denen ich vorne bin, kann ich hier reingehen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch Ziele suchen und quasi nach vorne mitschicken. Das heißt, damit der Fahrer weiß, wo es lang geht, schicke ich das mit rein. Ich kann mich aber auch einfach mal auf der Karte so ein bisschen, so jetzt muss ich nur gucken hier den Zoom, mich auf der Karte so ein bisschen orientieren, wo ich denn unterwegs bin zum Beispiel. Und all solche Dinge kann ich von hier hinten machen. Kann mir natürlich auch Videos anschauen, kann irgendwelche Nachrichten lesen, kann auf das Kamerasystem vom Auto zugreifen und kann sehen, ah, unser Equipment ist noch da. Wie sieht es hinter meinem Auto aus? Ah, da ist eine Wiese, super. Das heißt, hier hinten gibt es viel Spielerei, das gehört zu diesem Executive-Paket. Und jetzt könnt ihr denken, das Auto kostet auch hunderte von 1000 Euros. Wir sind hier bei ungefähr 80.000. Das finde ich für so eine Ausstattung schon ziemlich krass. Platzangebot, mehr als genug in der Länge. Wie gesagt, am ehesten wird es in der Höhe knapp.
aber sehr ausladend hier in der Tür. Also ich kann eine wirklich sehr bequeme Sitzposition einnehmen, habe hier noch ein Ablagefach und oh, ich muss das von Hand machen. Oh, schwierig, schwierig. Aber solche Details zum Beispiel so hochwertig auszuführen, wenn ich jetzt nur wüsste, wie es geht. Naja, aber das auf jeden Fall so wertig auszuführen, das macht Freude, auch das hier nochmal so zu haben. Die Art der Materialien und Verarbeitung hier im Innenraum, das macht mir große, große Freude. Und wer dachte, ich muss jetzt hinten auf die Getränkehalter verzichten? Nein, nein, die sind dann nur noch hier gerutscht. Und meine Klimazone ist natürlich eine eigene, mitsamt Lüftungsdüsen. So, jetzt mache ich natürlich noch unser Display da drüben aus, damit wir da nicht die ganze Zeit das Display anhaben. Power rechts. Und aus. Fertig. Panoramadach gibt es. Es gibt hier für dieses Auto, das ist noch viel interessanter als ein Panoramadach, es gibt ein Solardach. Das Auto wird die ganze Zeit vom Solardach geladen und du sollst über das Jahr hinweg um die 1000 Kilometer an Reichweite dazu gewinnen können. Wobei man dann sagen muss, ich glaube, viele, die sich ein G80 Electrified leisten können, fahren das Auto deshalb, weil sie eine eigene Garage haben, wo sie ihr Auto laden können. Das Auto steht dann in der Garage und lädt also nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert, wie man es in der Theorie denkt. Aber macht doch nichts, weil unser Akku ist so groß, ich muss eigentlich auch gar nicht immer laden. Von daher gehen wir mal nach vorne. Innen gibt es bei modernen Autos wie dem G80 unendlich viel zu erzählen. Das heißt, wir können das Video gar nicht so lang machen. Was ich euch nur mitgeben will, ist halt, wie gut das zusammengebaut ist und ich habe keine Angst, dass davon irgendetwas kaputt geht. Es gibt nur ein Bauteil in diesem Auto, dem ich nicht 100% vertraue. Tim, ich weiß nicht, hast du das eigentlich schon gehört? Nee, gehört nicht, aber ich vermute Traktionskontrolle. Nee? Ah, doch, doch. Das klingt wie bei meinem Auto. Ja, es klingt wie bei deinem Auto, wie es bei meinem C6 sich angehört hat, der 15 Jahre alt war. Ja, genau. Und meine Spiegel machen auch manchmal schon nicht mehr das, was sie sollen. Aber der Rest, deswegen hier innen, also da rappelt nichts, da scheppert nichts. Ich habe auch das Gefühl, das wird nach 2000 Kilometern sich immer noch genauso anfühlen. Das wollte ich vor der Technik nur kurz mitgeben. Denn bei den E-Autos können wir bei der Technik immer ein bisschen aufholen. Tim, du wolltest gerade zum Kofferraum wegen Akku. Und da muss ich dich... Oh, ich habe hier noch gar nicht... Da. Da muss ich dich ein bisschen korrigieren, weil ich glaube, der Akku ist gar nicht das Problem für den Kofferraum, sondern dass wir einen E-Motor vorne und auch einen E-Motor hinten haben. Und der E-Motor hinten wird halt wahrscheinlich uns die Kofferraumproblemchen bringen. Mensch, das ist ja aber massiv. Also, ist echt ein dickes Kabel drunter. Ist selber das erste Mal, dass ich hier drunter schaue. Dieses EV mit diesem blauen Streifen, das kann man auch zum Beispiel bei Kia-Modellen, die wir uns angeschaut haben, in ähnlicher Form hier von der Abdeckung sehen. Aber hier steht nochmal ganz eigenständig Genesis. Und also siehst du die Ästhetik von diesem Bauteil? Also von diesen Streben, die sehen richtig wunderschön mit aus. Das bringt hier vorne schon was rein. Wir haben auch eine eigene Dämmmatte, wobei das so dämmend gar nicht ist. Brauche es ja auch nicht, weil wir hier keinen von den Verbrennern haben. Das heißt, was kann denn der Electrified? Das heißt, Motor vorne, Motor hinten, die sind gleich, haben beide 185 PS, bringt uns auf eine Systemleistung von 370 PS und 700 Newtonmeter für ein bisschen über 2,3 Tonnen. Warum wiegt dieses Auto 2,3 Tonnen? Weil der Akku alleine. Schätzfrage, wie viel wiegt der Akku, Tim? Moment, waren es nicht beim EQS irgendwas mit 500 Kilo, was die Akkus wiegen? Oh, dieser Junge ist so aufmerksam in unseren Videos. Also hoffe, dementsprechend wiegen hier die Akkus, weil es weniger sind, dass es 450 sein. Also es sind 546 Kilo und dieses es ist weniger trifft gar nicht mal so unbedingt zu, weil wir haben eine Akkukapazität von 87 Kilowattstunden, also knappe 90. Der größte EQS ist bei um die 100. Aber da gibt es auch die verschiedenen. Also es liegen keine Welten dazwischen. Das bedeutet auch, wir haben eine WLTP-Reichweite hier von 520 Kilometern. Das wirklich viel ist. Wenn man nicht gerade ja mit allen Heizungen an im Winter, so wie wir, versucht, bei halbem Akku nur noch 150 Kilometer da stehen zu haben. Aber 520 ist schon wirklich viel. Wirklich viel ist auch die Höchstgeschwindigkeit. Die meisten E-Autos regeln so bei 160, 180, spätestens 200 ab. Oder wie der iX mit über 500 PS, der uns bei 199 die 100-200-Messung kaputt macht. Der hier läuft 225. 0-100, 4,9 Sekunden. Das ist wirklich, wirklich schnell. Und die Verbrauchsangabe oder die Verstromungsangabe sind 19,1 Kilowatt auf 100 Kilometer. Und also Kilowattstunden. Und ich muss sagen, das ist doch eigentlich gar nicht verkehrt. Ich persönlich war immer so ein bisschen über 20, mal 22, mal 24, aber es sind ja auch kältere Bedingungen. Da muss ich sagen, das ist in Ordnung. Das Wichtige ist dann doch eher, wie schnell kriege ich den Saft auch wieder rein in das Auto.
Und da muss ich halt sagen, profitiert er davon. Es ist eigentlich die Verbrennerbasis, was man hier in ein paar Ecken und Kanten sieht. Aber er hat die 800-Volt-Technik bekommen, die man ja zum Beispiel vom Ioniq 5, EV6 und so weiter kennt. Das heißt, er kann maximal mit 240 Kilowatt laden und das ist krankhaft schnell. Also ich hatte ihn auch an der 150er-Säule. Er hat die 150er-Säule gefühlt leer gesaugt, indem man sich einfach permanent die kompletten 150 kW gezogen hat. Das ist gut. Wir testen es später auch in einer 300 kW-Säule. Ja, wir können versuchen, ein Bild einzublenden, wenn wir nachher mehr als 150 hatten. Aber die 150 zieht er auf jeden Fall ziemlich konstant mit. Das heißt, der ist angegeben von 10% auf 80%, was in dem Fall ja wirklich viel Strom ist, mit 21 Minuten Ladezeit. Das ist sehr, sehr schnell. Und ich habe halt dadurch, dass ich den E-Motor vorne und hinten habe, einen Allradantrieb. Ihr sagt, Verbrenner sind nicht eure Welt, aber der Innenraum hat euch gefallen. Kein Problem, dafür gibt es die Lösung. Das heißt, am Anfang gab es den sogar als den 2,2 Liter Diesel, so wie wir mit G70 mal gefahren sind. Im Moment kriegst du ihn nur noch mit dem 2,5 Liter Turbobenziner, so wie wir mal einen GV80 kurz bewegt hatten. Wenn man nicht in Deutschland wäre und man nicht diese ganzen Abgaben für die Luftverschmutzer-Verbrenner mit viel Leistung hätten, dann würde man ihn auch bekommen mit dem Motor, der hier aus Sicht von vielen reingehört, nämlich dem 3,3 Liter Turbo. So wie in Deutschland am ehesten aus dem Kia Stinger bekannt ist. In dem Fall hier hätte er dann 380 PS. Haben wir halt nicht. Das heißt, für uns ist die stärkste Variante, die wir hier sehen, halt als Electrified. Welchen Motor ich nicht hier drin bekomme, ist der aus dem GV80, der 3 Liter Diesel mit 277 PS. Den wird der ein oder andere vermissen. Aber da sind noch so ein bisschen wir Deutschen dran schuld. So einen großen SUV kauft der ein oder andere von euch ja mal. Da kriegen wir den 3 Liter Diesel. Das hier, ja, also ich finde dieses Auto wunderschön und ich hätte auch Bock drauf, aber ich habe zum Beispiel nicht die Möglichkeit, weil ich einen Firmenwagen fahren muss. Tim, du, wenn du Bock drauf hättest, hättest das Geld wahrscheinlich nicht oder wärst nicht bereit, dein komplettes Geld dafür zu opfern. Genau. Und das sind halt so diese Problemchen, wo man hier als frische Marke mit kämpfen muss, aber man zeigt halt, was man kann, nämlich normale Optik, 240 kW Ladegeschwindigkeit, über 500 Kilometer Reichweite, 4,9 Sekunden auf 100 und man hat ja eigentlich gar nicht so viele Nachteile, wenn man eine Verbrennerplattform auf Elektro umgebaut hat im Endeffekt, außer dem winzigen Kofferraum. Jetzt zeig nochmal diesen Ladestecker, wie gut der einfach integriert ist. Das ist schon faszinierend. Was aber auch geil ist, guck, also das ist so wertlos und sinnlos, aber das ist halt wieder so Genesis, wir müssen es ein bisschen schöner als alle anderen haben, dass du hier noch diese zwei silbernen Streifen hast. Das ist schon ziemlich cool. Die LEDs hier übrigens, da leuchten gerade 2 von 3 in grün, das ist der Ladestand. Das heißt, du könntest, wenn du dann da hinten stehst, dann hast du dein Auto, dann hast du, oh, ich bin nur bei einer gelben, er ist immer noch relativ leer. Oder er hat die drei grünen, er ist dann fast voll oder komplett voll. Also das ist wirklich, also auch wie diese Scharnier hier arbeitet, das ist vertrauensschöpfend. Und das Auto hat ja auch schon über 20.000 Kilometer und viele Pressetests hinter sich. Das heißt, das ist schon ganz oft auf und zu und ist immer noch entsprechend gut. Ich würde sagen, 4,9 ist 4,9. Ich habe also von 4,9 gesprochen. Das heißt, wenn man irgendwo losrollt, ist das super lautlos. Und dann weiß ein E-Auto, das kann man jederzeit. Und wenn einem das nicht impulsiv genug war, sagt man einfach, man geht in den Drive-Mode Sport. Wir warten noch kurz, weil hier vorne kehrt jemand die Straße. Das ist im Ländle ganz wichtig. Im Ländle sind die Straßen sauber. So. Und dann ist es jetzt so, du fährst wieder irgendwo ganz langsam und sagst, ich habe ein ganz super tolles E-Auto. Was wollte dein Gesicht mir gerade sagen, Tim? Ah, hörst du dieses Dumpfe? Das ist mein Kopf. Ja, okay, gut. Wir fahren mal hier lang, damit rechnest du nicht. So, und das Tolle ist, wenn man dann irgendwo abgebogen ist. Also langsam ist das nicht. Der Drang hört halt mit höherer Geschwindigkeit so ein bisschen auf. Und man merkt auch immer, was man für eine Masse dabei hat. Aber dieser initiale Punch, der ist halt da. Ich meine, das sind einfach mal 700 Newtonmeter, die immer, ich kann nicht mehr schnipsen, die immer sofort mit reinkommen. Ja, und das war einem so überraschend, dass selbst die Assistenzsysteme sich denken, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also das Kurveninnere, hintere Rad dreht dann gerne mal so eine Sekunde durch. So, wir können natürlich auch rüber sagen, gehen auf Komfort und rollen so dann lang. Und wenn wir hier auf so einer Straße sind, ich habe die mit Absicht genommen, weil die hat so ein paar Wellen in sich drin, muss ich sagen, mit der
Mit dem Eintauchen hat er kein Problem. Er hat nur mal ein Problem, wenn es zum Beispiel da so eine Kuppe ist und auf der Kuppe ist nicht ideal die Straße und man fährt da ein bisschen zügiger drüber, dann aushebeln ist jetzt hart gesagt. Aber sobald er so ein bisschen rausgehoben wird aus den Dämpfern, da hat er so ein kleines bisschen Probleme damit, da wird er so ein bisschen tänzerisch. In dem Moment, wenn du das merkst, bist du aber zu schnell. Also bei einem normalen Geschwindigkeitsniveau passiert einem sowas nicht, sondern das kommt wirklich nur dann auf, wenn man gerade schon zu schnell ist, weil sich, wenn man mit den vorgegebenen 70er durchrollt, dachte, das ist sehr komfortabel. Haben wir elektronische Dämpfer oder Luftfahrwerk? Also er hat adaptive Dämpfer, kein Luftfahrwerk und er macht was Ähnliches, was zum Beispiel auch der DS9 macht, den wir mal hatten. Er überwacht quasi die Straße vor sich und versucht sich darauf auch mit einzustellen und dadurch bequemer zu fahren. Und das macht er aus meiner Sicht, dieses Bequeme macht er auch ganz gut. Merkt man ganz interessant daran, wenn man irgendwo stand zum Beispiel, die Kamera die Straße nicht lesen konnte und dann kommen direkt irgendwo grobere Unebenheiten, dann spricht er auf die wirklich sehr grob an und nimmt die nicht so gut mit. Aber auch hier, wie gesagt, ich bin ja extra auf dieser kleineren, nicht so guten Straße, du merkst quasi nichts. Du hörst am ehesten mal, wie ein Rad da eintaucht und fertig. Das macht er wirklich gut. Und jetzt könnte man wieder mit Namen wie Hans Zimmer und Co. um sich werfen, wenn man ein Hersteller wie BMW ist, der sagt, wir brauchen diese Iconic Sounds und ein E-Auto muss doch einen Sound haben. Das ist die eine Philosophie. Hier ist halt diese, ich fahre jetzt zum Beispiel knappe 60 und will 100 fahren, weil hier 100 erlaubt ist. Und dann, du hörst ein bisschen E-Motor, aber du hast jetzt keine künstlichen Sounds, die eingespielt werden. Selbst wenn wir sagen, wir sind hier wieder in Sport und... Also er wird mir nicht ein Verbrenner simuliert oder irgendetwas, der zieht das quasi lautlos durch und das ist halt was Besonderes. Übersicht nach vorne finde ich ganz gut, nach hinten ist es eher schwierig, aber wir haben eine 360-Grad-Kamera und es ist niemand da. Achtung Tim, bist du fürs harte Bremsen bereit? Wir machen mal eine Vollbremsung, okay? Bereit? Mhm. Oh, ist das Auto schwer. Also das Auto ist ziemlich schwer, macht Warnblinker an und wir gucken uns mal die Kamera an. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, man sieht doch da, als unsere Blinker an sind, also hier im Kamerabild, die machen wir besser mal aus, und genau wo wir sind. Ich kann natürlich auch sagen, wir machen jetzt hier so eine Ansicht. So eine, also und jetzt peitschen wir mit 4,6 Sekunden nach vorne. 4,9. Oh, sorry. Ja, die 30, wo es ausgeht, waren halt schnell erreicht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch 2-3 Kurven und dann wissen wir doch, wie er fährt. Ich nehme euch also kurz auf meine Haus- und Hofstrecke mit und Tim, du kannst es ja mal kurz zeigen, da geht es richtig, hier geht es richtig den Berg hoch und dann gucken wir mal, wie er fährt. Das eine ist halt Leistung, das war der angesprochene Schlupf, ohne Ende. Das heißt, hier stark bergauf, zack, 100. Das Wichtige bei diesem Auto, guck mal, diese Kurve hier zum Beispiel, wir haben es ja auch in der anderen Kamera drin, die ist ein bisschen, zieht ein bisschen zu. Und man muss wissen, was man mit diesem Auto tut, weil das Ding ist schnell. Wir haben viel Grip, wir haben zwei 75er hinten, ich glaube 45er vorne. Viel Traktion, aber hier die Masse, die einfach, also das geht echt schnell. Man muss halt immer nur wissen, dass, oder man muss ein Gefühl für die Geschwindigkeit kriegen, weil hier zum Beispiel schnell hochzufahren, wir hatten ja mal einen RS4, ich glaube, der hält den Rekord für die Strecke einerseits, bei ich fühle mich wohl. Und hier ist es halt so, ab einer gewissen Geschwindigkeit verlierst du so das Vertrauen zur Physik, weil du einfach weißt, du bist an der Grenze der Physik unterwegs. Und das Ding ist richtig, richtig schnell. Die Lenkung finde ich sehr feinfühlig. Du hast dann nur bei jedem Bremsen und immer dann, wenn sobald ein bisschen Fliehkräfte reinkommen, merkst du dieses extreme Gewicht. Das heißt, zügig fahren, sehr gut. Wer richtig es fliegen lassen will, sollte sich nicht über die 700 Newtonmeter freuen, sondern eher über das Gewicht ärgern. Aber Lenkung, Fahrwerk, gefällt mir alles. Nur es hebt ihn halt manchmal so ein bisschen raus aufgrund des Gewichts. Und wenn dann noch seitlich eine Fliehkraft dazukommt, dann wird es wirklich wild. Und was halt wirklich ganz charmant ist, das Auto lässt hier und da ein bisschen Schlupf zu, lässt dich ein bisschen arbeiten. Wir haben vorne und hinten die gleiche Leistung verfügbar. Das regelt er sehr clever. Und ich glaube, auch so ein Auto zu kaufen wäre nicht unclever. Und von daher würde ich sagen, wir gucken mal ins Fazit. Wisst ihr, was ich schade finde?
dass du und dass ich, dass wir nicht mutig genug sind, um mit solchen Autos zu fahren. Weil es gibt ja so diesen Einheitsbrei, der auf unseren Straßen unterwegs ist. Und dabei meine ich noch nicht mal, dass sich das optisch abhebt. Aber dieses Auto ist einfach so anders. Natürlich, wenn wir jetzt den rein grünen Umweltgedanken irgendwo vor uns haben, ist es nicht sinnvoll, ein 5-Meter-Auto, was 2,3 Tonnen leer wiegt, zu fahren und dann zu sagen, ja, aber ich fahre doch mit Strom. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber wenn es um automobile Klasse geht, um den Stil, Eleganz, im Englischen würde man sagen, dass dieses Auto sehr sophisticated ist. Sowas kriegst du alles hier. Aber in Deutschland sind halt wenig Leute mutig genug, sowas zu kaufen. Das ist ein bisschen schade. Das ist auch ein bisschen schade, dass fast egal ist, wie sehr Mühe sich ein Hersteller gibt, dass man immer so diese gewissen Hürden hat. Und bei Genesis ist es halt lustig, weil die Leute kommen ja zu dir. Also du musst ja nicht mal irgendwo hin, du rufst, sagst, komm zu mir, zeig mir das Auto. Mein Auto muss zum Service, holt es ab und bringt es mir zurück. Also da sind schon viele nette Gedanken mit dabei. Ich glaube, wir müssen alle an uns arbeiten. Und der durchschnittliche Firmenwagenfahrer hat ja das Problem, dass er seinem Chef wahrscheinlich schwieriger vermitteln kann, hey, ich brauche einen G80 Electrified, weil das ist cool. Also ich persönlich bin sehr überzeugt davon. Natürlich hat er hier und da so Kanten, die besser sein könnten. Der Kofferraum wäre mir persönlich zu klein auf Dauer. Weil immer, wenn ich uneben habe und es ihn ein bisschen aushebel, denke ich, ah, das könnte er noch einen Tick besser machen. Aber das sind alles so Nuancen. Es überwiegt auf jeden Fall die Freude von einem schönen Innenraum und einem guten Bedienkonzept und halt einer schnellen Ladegeschwindigkeit. Fassen wir es doch mal in Punkten zusammen. Basis von einem G80 als Electrified, also mit 370 PS, Vollelektro, immer diese 87 Kilowattstunden Akku, also immer diese große Reichweite, liegt mein Hauch unter 70.000 Euro. Das ist aus meiner Sicht unschlagbar günstig für diese Fahrzeug- und Akkugröße und Ausstattung in Kombination. Selbst wenn du dir hinten so ein Executive-Paket und so mit reinziehst, bist du bei 80.000. Das ist aus meiner Sicht unschlagbar günstig. Ich weiß, das klingt nach richtig, richtig viel Geld. Aber wenn man bedenkt, was man dafür bekommt, ist der Preis mehr als gerechtfertigt, ja? Naja, du musst ja auch mal vergleichen, was sind denn deine Alternativen, wenn du so ein Auto möchtest. Wenn du was Großes, Repräsentatives in Elektro haben, in Vollelektro haben möchtest. Dann gehst du zu Mercedes. Und sagst, ich hätte gerne einen EQS 450 mit viel Ausstattung für 130.000 Euro, 140. Genau. Also, was sind deine Alternativen? Mehr Geld ausgeben? Der neue 7er, also i7, die kosten noch mehr gefühlt. Also das ist nur lustig, immer wenn ich Werbung angezeigt bekomme, auf Facebook und sowas, stehen dann i7s da für 200.000 Euro. Was? Also von daher gebe ich ihm ganze 7 dafür die Anschaffung, 8 für den Unterhalt. Jetzt kann man wieder drüber reden, dass Strom teurer geworden ist. Kurzes Rechenbeispiel. Ich habe die Tage das Auto geladen. Ich habe keinen wirklich günstigen Ladetarif, weil ich ja gefühlt nie lade. Ich habe 41 Euro geladen für ungefähr 350 Kilometer, die ich gefahren bin. Dann habe ich das mal umgerechnet bei den aktuellen Spritpreisen. Wenn ich meinen Jaguar fahren würde mit ähnlicher Leistung, ich müsste ihn auf 100 Kilometern mit 6,2 Litern fahren, um das gleiche an Kosten zu haben. Ich verbrauche aber ungefähr das Doppelte. So viel zum Rechenbeispiel beim Verbrauch. 6,2 ist wenig. Aber der Genesis macht nicht. Der hat keinen Kompressor, ja, und er ist obenrum nicht so schnell. Naja, auf jeden Fall wären wir dann beim Thema Platzangebot. Das ist wirklich eine Schwäche, da gibt es 7. Eigentlich hat er 9 verdient, weil ich habe viel Platz auf der Rückbank, sogar für mein Display und Co. Aber der Kofferraum ist einfach winzig. Beim Komfort gibt es dann 8. Das sind hier und da Nuancen, die noch fehlen, aber es ist wirklich ein sehr guter Komfort. Und beim Wiederverkauf gebe ich ihm dann nochmal 7, weil die Wertstabilität bei Genesis einfach unglaublich gut ist. Gehen wir beim Mobile rein und dann siehst du 33 Genesis im Moment und einen Electrified und der kostet gefühlt das gleiche wie neu, obwohl er schon Kilometer drauf hat. Ist also vernünftig. Macht 38 Punkte für meinen Kopf und wir kommen zum Thema Herz. Die Optik, was sagst du eigentlich dazu, Tim? Also mir gefällt dieses Zwei-Stufen-Design von Genesis sehr mit diesen zwei LEDs und alles so zweigeteilt. Ich finde es schön, ich finde es sehr, ich werfe es in den Raum, Bentley-ig. Aber das ist okay. Also ich finde ihn sehr hübsch, ich gebe ganze 8 Punkte dafür. Und 7 gibt es dann für den Fahrspaß, weil er ist unglaublich schwer, er fühlt sich auch schwer an, aber du hast halt immer dieses Drehmoment mit dabei und immer so dieses gewisse Kultivierte beim Fahren. Das macht mir viel Freude. Bei der Ausstattung gibt es ganze 9. Es fehlt vielleicht zu der letzte Hightech. Ja, mein Head-Up-Display hat Vollfarbe, aber ist nicht augmented. Dafür hätte ich ein Solardach bekommen können. Oder auch allein schon, wenn ich hinten diese Armlehne runterklappe, sehe, was ich da alles einstellen kann. Das macht ziemlich froh. Beim Klang gibt es 8, weil ich habe einfach gar keine komischen E-Geräusche, komischen Sachen. Es ist einfach nur leise und das passt zu diesem Auto. Dieses Auto funktioniert als Elektro viel besser als Verbrenner, behaupte ich mal. Und
Image ist halt so eine Sache, weil gefühlt kennt niemand Genesis, aber die Autos erzeugen Aufmerksamkeit und die meisten freuen sich drüber. Macht in Summe, aber auf jeden Fall nochmal 39 und damit 77 Punkte insgesamt. Jetzt natürlich die Frage, findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch bis dahin nochmal gute Fahrt und ciao.